So, Hallöchen und herzlich willkommen. Es ist mal wieder einer der Tage, an denen nicht einfach nur normal gerätselt wird, sondern einer der Tage, an denen normalerweise kompetitiv gerätselt werden würde. Aber ja, ich habe zwar nicht im Anschluss an die letzte Aufnahme direkt diese gestartet, aber trotzdem werde ich wohl alleine rätseln für mich heute mal. Das hat ein bisschen was mit Zeitgründen zu tun, viel zu tun, straffer Zeitplan und so weiter und so fort. Und schauen wir mal, wie gut ich heute durchkomme, wenn ich das Ganze mal alleine mache. Germanischer Buchstabe, weiß ich noch nicht. Katholische Geistlichkeit, och Gott. Enthaltsamer Mensch ist ja chinesische Philosophie. Ist das Zen? Nee, ist es nicht. Okay, Englisch für Öl ist easy. Also ist nicht easy, sondern ist Oil. Okay, griechische Vorsilbe fern. Tele. Och Mann. So, spanische Inselgruppe sind die. Ja, mal gucken. Spielkarten, Kartenspiel für 3 Personen. Dann sind das die Kardinaten. Nein, was? Pastinaken? Nein, auch nicht. Ausruf bei Schmerz. Karpaten? Nee. Die werden noch mit R geschrieben, noch, glaube ich. Englisch Steuer ist Tax. Ein Errichten eines Bauwerks ist der Aufbau. Wahrscheinlich dann? Nee. Der Anbau, Einbau? Wissen wir noch nicht. Atollgewässer. Ozean ist es nicht. Mehrzahl ist der Plural. Haha. Okay. Lagune vielleicht. Dann ist das nämlich hier der Gates und dann ist das die, sage ich ja. Huch, Lagune? Nein, Lagune. Eifeler Kräuterbitter. Bäh. Das hier ist erstmal der Adel. Französisch alle. Dodo. Nein. Udo, ja. Neubau. Blumengefäß ist die Vase, ja. Das hier ist ein Event. Dann haben wir in die Höhe bringen. Ja. Dann doch lieber der Bauch als Körperteil, der kein Bauch ist. Softwareabspaltung. Ist eine Revision? Nee, die meinen jetzt aber keine Beta, oder? Produkt aus dem Moor. Schlamm. Lustlos. Gute Frage. Ja. Warte mal, Abkürzung Wirtschaftsbund. Aber diesmal ist es ein anderer als die IHK. Beratendes Gremium. Meine Güte. Ich überlege gerade ganz schön. Was haben wir denn hier noch so? Verbandmaterial. Mull? Ja. Energiezelle ist der Akku. Erster Sohn von Adam soll wohl kein gewesen sein. Dann haben wir hier die Kiefer. Ja. Schweizer Stadt ist Genf. Stubentiger ist eine Katze. Katze! So, Gürtellinie. Oh Gott. Taille. Taille meinen die. So, heben ist in die Höhe bringen. Das hilft schon mal. Gesundheit. Ich meine Entschuldigung, wie man so schön sagt, laut dem neuen Knigge. Was ich so ein bisschen blöd finde. Enthaltsamer Mensch ist. Ach oh Gott. Idiot. Passt rein. Passt rein. Aber ich glaube, dass das nicht das ist. So. Ich probiere es trotzdem natürlich. Tuo? Nee. Zoo? Nee. Dann weiß ich auch gerade nicht. Das könnte die Zita sein. Nee, ist es gar nicht. Sita. Sita, nicht Zita. Huch. Tja. Ist das wirklich Karpaten? Nee.
Das wäre auch komisch. Ich meine nämlich, die werden Karpaten geschrieben. Ja, germanischer Buchstabe, damit ist Rune gemeint. So, und dann haben wir hier auch den Klerus. Ach, der ist gemeint. Kanaren. Ach, die Kanaren. Ja, stimmt ja. Asket? Asket, ja. Mit der sogenannten Askese. Und das ist kein Milchprodukt, möchte ich nur gesagt haben. So, machen wir mal eine Beta. Ist es aber nicht. Das ist sehr schön schon mal. Eine Software-Abspaltung. Mal überlegen. Es ist eine Version, ist eine. Oder Abspaltung. Ich bin mir noch nicht so sicher. Was ist denn das Produkt aus dem Moor? Erstmal den hier. Nein, es ist kein. Wie hießen die denn noch? Beo? Nee, Beo ist auch kein Bergpapagei. Oh, was könnte denn hier noch so alles sein? Das ist ja Körperteil. Ein Körperteil. Also Hände wäre ein bisschen komisch jetzt. Hals, Brust, Beine. Versuchen wir mal Hände, aber das glaube ich nicht. Nee, ist auch nicht. Okay, aber. Hüfte. Die Hüfte. Die Hüfte. Okay. Softwareabspaltung mit F. Softwareabspaltung mit F. Machen wir erstmal den Yeti. Der ist mir irgendwie die ganze Zeit nicht aufgefallen. Dann haben wir hier noch den Beirat und ich glaube, damit wird es schon besser. Ach, der Fork, natürlich. Och Mann. Das hätte mir aber auch klar sein können. So, EUTA ist es nicht? Okay. Was ist das für ein Wirtschaftsbund? Erstmal träge. Träge kriegen wir noch hin. Torf ist das. Und damit haben wir das erste auch schon gelöst. Und wie lange hat es gedauert? Oh, ein bisschen über 7 Minuten. Das ist ja okay. So, dann haben wir hier wieder sehr. Den Bestseller ist ein Hit. Warte mal. Das haben wir. Sag mir nicht. Oh nein. Oh nein. Ist das dasselbe von gestern? Das gibt's doch nicht. Dann habe ich dann. Oh. Oh. Ja, dann muss ich das jetzt nochmal schnell eingeben. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig. Ich dachte. Och, das ist ja richtig mies. Jetzt habe ich dann doch eins ausgelassen von den. Das ist ja Mist. Das hier ist eigentlich Frohsinn. Oh, dann weiß ich ja gar nicht, was das Lösungswort-Rätsel von gestern war. Oh, das ist ja Mist. Das ist ja richtig Mist. Das finde ich ja doof. Deswegen mache ich jetzt gleich mal dann das Schwedenrätsel. So, zack, Rätsel starten. Dann muss ich das eben jetzt machen. Ja, hilft ja nichts. Ist es hier wieder Jutta? Jutta ist immer ein Jutta-Anfang. Schanktisch ist Theke. Ja, das ist ja jetzt so doof. Ich dachte, ich hätte die extra früh angefangen. Also bei dem einen hat es ja anscheinend geklappt. Hier, das Rätsel war definitiv in der letzten Folge anders, aber dieses kennen wir schon. Also könnte ich euch innerhalb von 2 Minuten durchlösen, aber. Ach, das ist ja. Was? Leichter Pferdezaum. Weiß ich noch nicht. Feldfrucht. Eine Beere? Ist es nicht. Ah. Okay. Das wäre auch komisch. Leichter Pferdezaum. Ich weiß es noch nicht. Aber das hier ist die Aula. Das hilft doch schon mal. Feldfrucht, Müse von Gemüse, nein. Flach von geringer Höhe. Short, klein, keine Ahnung. Lautmalend für den Eselsruf. I-A. Aha, Laubbaum. Ja. Keine, weiß ich noch nicht. Hindernis beim Springreiten. Wie hießen die Dinger? Bock hießen die nicht. Oh, wie hießen die denn? Ich glaube nicht, dass die Bock hießen. Hießen die Bock? Nein, die hießen nicht Bock. Wusste ich's doch. Okay,
So, Klosterneuling, Mönch, nee, seelisch bedingtes Leiden, nee, das ist es nicht, Trauma ist es auch nicht. Das haben wir schon mal. Infos im Internet suchen, umgangssprachlich ist natürlich googeln. Huch. So. So, was haben wir hier oben eigentlich? Unbeweglich, starr. Regungslos. Das könnte regungslos sein. Und es ist regungslos. Boah, geil. Okay, Feldfrucht ist mir immer noch nicht so ganz klar. Säugen, stillen, anheizen. Nähren. Aha. Okay, Kampfsportgerät. Ja. Kinderfahrzeug, Kinderfahrzeug. Ist ein Fahrrad, ist ein Dreirad. Aber passt auch nicht. Erst vorrangig. Erstrangig, vorrangig. Das priorisiert, weiß ich auch nicht. Niederung in der Lausitz. Oh, wenn ich das jetzt nicht weiß. Huch, da habe ich mich wohl vertippt. Und dann ist es richtig. Yeah. Ah, schön, schön. Giro ist bargeldloser Zahlungsverkehr. Kinderfahrzeug, ich weiß es immer noch nicht. Schweizer Landschaft im Kanton Bern. Nö. Nö. Stadt in der Schweiz, Zürich, Genf, passt beides nicht. Sinnesorgan könnte das Nase sein. Ja, die Nase. Fußpfad ist ein Weg. So. Beurteilung. Wägung? Nee, das wäre auch komisch. Aber wer weiß, manchmal. Griechischer Buchstabe. Omega, Alpha, Gamma, könnte alles Mögliche. Und es ist einfach nur Alpha. Schön. Erster Versuch. Abwesenheitsnachweis. Das ist wahrscheinlich dann kein Attest. Englisch Eis ist Eis. So, wasserdichte Schutzdecke. Plane. Ja. Mit Metallbolzen befestigen. Nieten. Ja. Vorsicht, was anderes als umnieten. Ja, die meinen hier wahrscheinlich Nerds. So, emporklettern. Pflanzen ist Ranken. So. Dann mit Paddeln gefahrenes Boot, Sportboot ist ein Kanu. Kleines ärmliches Haus. Steuervorrichtung, Steuerer, Lenker. Karte? Karte. Also ich vermute mal nicht, dass die Kate meinen. Hausangestellter ist ein Diener gewesen. So, was haben wir hier noch? Glaubensbekenntnis, Outing. Nein, Fahndung ist eine Suche. Dann ist das hier ein Credo. So, okay. Hülle Futteral ist ein Etui. Ja, und dann ist das hier nämlich Fulda und dann haben wir schon mal irgendwas mit Saat als Lösungswort. Flach von geringer Höhe wissen wir immer noch nicht so ganz, also ich nicht. Niedrig. Ja, niedrig ist das. So. Halbton über A ist natürlich A ist oder Eis. Schon wieder Eis. Zum Verkehr sehr geeignet. Zum Verkehr geeignet ist auch schön. Saatkrähe? Eine Saatkrähe vielleicht? Erotik, Kurzwort.
Na, Ero ist ja dann. Nee. Also hier kommt bestimmt ein E rein. So, erst oder vorrangig. Prioris. Das wäre ja auch a priori. Nee. Kinderfahrzeug. Ein Roller. Würde dann zumindest. Könnte vielleicht sowas in der Art sein, aber ich weiß nicht, was davon jetzt. Ach nee. Da soll ja ein E angeblich rein. Anders geht das ja gar nicht mehr. So, ein Elfer ist der Strafstoß und dann Stadt in der Schweiz. Wenn ich doch bloß Schweizer kennen würde, die mir mal sowas erzählen können. Was haben wir hier? Abwesenheitsnachweis mit I am Ende. Gebirge auf Kreta. Was ist hier? Venezianisches Ruderboot ist eine Gondel. Das Errichten einer Vogelbrutstelle. Nestbau. Bam. Okay. Weltorganisation ist natürlich die UNO. Heftiger Windstoß ist Bö. Gesandter des Papstes ist legit. Nein. Legat, Legat. Seelisch bedingte. Ja, genau. Die Neurose, diese schöne Pflanze. Regel, Richtschnur ist eine Norm. Ja. So, Klosterneuling ist ein Nomade. Nein, ein Novize. Das war das. So, Estin haben wir hier. Teil der Stunde ist natürlich die Minute. Also bisher läuft es ja, bis auf bestimmte Bereiche, wie es halt immer so ist. Ahorn. Ahorn ist das. Ah. Hindernis, der Ochser. Ochser war das. Nicht Bock, sondern Ochser. Ich wusste doch, das hatte irgendwas mit so Tieren zu tun. Die Hantel ist das hier? Okay, ja, ist das bestimmt die Rübe? Lüge, Lüge, das gibt eine Rübe. Nordamerikanischer Wapiti-Hirsch. Ein Elk. Ja. Trende, Tränke? Nee. Trenne? Nee, auch nicht. Wahrscheinlich. War das eine Trende? Nee. Trense? Trense? Ja, natürlich. Third time's the charm, wie man so schön sagt. So. Erotik, Kurzwort. Was gibt's denn dann noch so für Erotik? Weil Ero hätte ich jetzt gesagt, aber das kann es ja nicht sein dann. Erotik, Porno, Pron? Nein. Was haben wir denn hier noch? Abwesenheitsattest und so weiter und so fort. Beurteilung. Wendung ist es sicherlich nicht. Okay, Vornehmtour. Snob. Aha. Ach so, dann ist das hier das Alibi, natürlich. So, Ita, nee. Ida. Ida ist es, natürlich, wusste ich doch. Nein, wusste ich natürlich nicht. Schweizer Landschaft im Kanton Bern. Oh Gott. So sehr ich auch möchte, ich weiß das nicht. Habe ich noch hier irgendwo Buchstaben vergessen oder muss ich jetzt wirklich mich hier. Also, ich glaube nicht, dass das. Nee, das ist nicht Ero. Aber was denn noch? Also, eigentlich, wenn hier ein E hinkommt. Erotik,
Was gibt's denn da so für. Was ist denn. Ach so. Wow. Da denke ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig an Erotik, tatsächlich. Ich weiß nicht, wieso. Ich da, nein, was haben wir hier? Figur ist nicht Rex, ist Hex. Nee, hoch. Ich glaube nicht. Das macht es mir jetzt ein bisschen schwieriger. So. Erstrangig. Preisel. Nein, nein, auch nicht. Ah. Oh, jetzt bin ich ja wieder hier hochgerutscht. Das wollte ich nicht. Ach, verdammt, ich Depp. Oh, ich hab's gar nicht umgestellt. Ah, ich Idiot. Ich Idiota. Muy bien mal wieder, Exido. Muy bien. Hast du wieder mal wunderbar gemacht. Kam ja mal wieder nichts. Kam aber auch nichts aus dem Chat. Also, die haben mich auch alle nicht drauf hingewiesen. Also, kann ich ja fast gar nichts dafür. So, trotzdem weiß ich nicht. Wilhelm Busch. Nix. Einfach nur nix. So. Weihung ist auch keine Beurteilung. Oder? Nein. Wertung. Ach, natürlich, die Wertung ist das. Okay, ich vermute mal, es ist irgendein Tal. Aber was für ein Tal? Ich komme nicht drauf. Vorrangig. Zuerst. Also ich denke zwar an Priorität oder sowas, aber das ist nicht richtig. Ich glaube, das Wort geht auch gar nicht in die Richtung. Versuchen wir mal. Boah, wir haben wenigstens das. Okay, das. Mental. Illmental. Nein, das bestimmt nicht. Ulmental. Das wäre ja witzig. Ne. Aber wenn ich denn wenigstens. Also ich glaube. Wenn ich jetzt hier vorrangig rauskriege, dann wird das schon mal was. Oh, warte mal. Ich kann ja. Gibt's nicht, okay. Harau, nö. Barau, nö. Marau, Narau. Warau. Auch so nicht. Sarau, Darau. Was haben wir hier noch? Farau, Garau? So wie den Garaus machen. Harau hatte ich. Karau hatte ich jetzt. Larau. Parau? Nee. Rarau? Tarau? Nee, auch nicht. Wo stecke ich denn jetzt? Also ich mache jetzt mal. I, O, Arau. Och Mensch. Okay. Okay, vielleicht kriege ich das jetzt noch hin. Primär. Die meinen primär. Okay. Das Emmental. Ach, natürlich. So, und die, ja, das Wort ist Saatkrähe. Ich hoffe, ihr habt, nehmt es mir nicht übel, dass ich mal wieder mich voll drum gedrückt habe, den Bildschirm umzustellen. Sorry. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ja. Aber wir haben es zumindest. Wir haben mal wieder ein Rätsel geschafft. Und wir haben, ja, ein Rätsel. Ich könnte das jetzt mal schnell noch fertig machen.
Ach ja, das ist voll schlecht gerade. Lieder, ach, das kam mir irgendwie so bekannt vor. So, das ist das Arsenal gewesen. Intelligenzbestie war das Genie. So wie ich. Ich habe mich ja so gefreut, dass ich da auf einmal dass ich meine Rätsel vorher gesichert habe. Und dann wurde mir einfach eins durch ein neues ersetzt. Das gibt's doch nicht. So, das war der Seeigel. Bauer sucht Frau. Lateinisch Land. Terra. Geht doch voll easy. So. Klettertier ist der Affe. Ungehobelter Kerl. Barbar. So, wirklich ist real. Französisch Salz ist Sel. Ach, auf einmal weiß ich sowas alles. Das ist Beuys. Schweizer Münze war Franke. Ja, also. So kann man sich das ja wenigstens auch mal merken alles. Also wenn ich das jetzt alles so schnell hinbekomme. Oh, die brasilianische Hafenstadt weiß ich nämlich nicht mehr. Die habe ich schon wieder vergessen. Aber ich glaube, nee, Recife, Recife oder was? Recife, weiß ich nicht. Ort ist eine Stelle gewesen. Kosmos war das All. Judomatte. Tatami. Genau. Wertpapier war die Aktie. Ach Mann. So, dann haben wir hier noch das Amt. Dann haben wir hier noch das Alte Testament. Beliebter Studiengang war BWL. Ach ja, Fürbitten sind Gebete. Und bäm, da haben wir ein Rätsel, was wir schon mal hatten. Fertig. So, dann haben wir noch zwei andere gelöst und das ist gut gelaufen. Heute übrigens, ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, ohne weitere Begleitung. Und ich würde mal sagen, diese Folge war einmal so halbwegs nicht gelungen, aber sie war. Das ist das Wichtigste. Ja, trotzdem, also das fehlende Kreuzworträtsel. Ich gucke gerade mal. Ich habe nämlich vorher mal ein Bild gemacht. War es auch wirklich dasselbe Preisrätsel in hohem Maß? Das kann auch wohl nicht wahr sein. Also, Gesangsstücke, das ist alles genau dasselbe Rätsel. Ich guck mal, wenn ich das neu starte. Ach, ich habe übrigens wieder nicht zurückgeschalten. Nee, aber. Das kann ja wohl nicht sein. Das eine war noch das alte. Also das hier war noch das alte zu der Zeit, wo ich das geladen habe. Und das hier war schon das neue. Da haben die einfach so das vorweggenommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn irgendjemand dieses Rätsel noch haben sollte, in irgendeiner Form, ich mache das auch gerne nach, weil mich kotzt das gerade so ein bisschen an, dass ich, nur weil ich 10 Minuten vor... Also 10 Minuten vor Tageswechsel aufnehmen wollte, dass mir auf einmal ein Rätsel fehlt. Das nervt mich. Das nervt mich tierisch. Das dürfte mich eigentlich gar nicht tierisch nerven, aber ich bin so einer, der fühlt sich dadurch angegriffen. Ich fühle mich dadurch sehr böse verleumdet von den Rätselmachern hier oder so. Nee, auf jeden Fall kann man ja erst so nichts machen, wie es aussieht. Wenn zufällig dieses Rätsel nochmal auftauchen sollte, dann ja, würde ich es auch nachlösen. So einer wäre ich dann. Ja, aber jetzt momentan heißt es erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihr seid super gewesen. Danke, dass ihr mir verziehen habt. Diese kleinen Fauxpas mit der Kameraeinstellung. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen mit den für diese Tage aktuellen Rätseln. Ja, bye bye.